Mein Name ist Lothar Bodingbauer, ich komme aus Wien und ich habe während meines Physik- und Mathematikstudiums Radio gelernt und arbeite seither bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten als freier Mitarbeiter, mache klassische Radiobeiträge und habe dann, war irgendwann mein Studium fertig, begonnen in einem Abendgymnasium zu unterrichten. Das hatte den Vorteil, dass ich im Physikunterricht das unterrichten kann, was ich am Vormittag in den Interviews gehört habe, und das musste nicht erst durch ein Schulbuch durch. Dann kamen die Podcasts dazu und ich erlebte das als ziemliche Befreiung von den Formaten. Solange es geht, kann man miteinander reden. Und die Zwischentöne werden wichtig und auch hörbar gemacht. Beim Radio lassen wir uns ja nie in die Karten schauen. Und dann kamen die Bienen dazu, weil meine Frau hat gesagt, wir werden Imker. Und ich habe gesagt, ja, aber das werden wir wahrscheinlich lernen müssen. Und ich bin dann auf die Idee gekommen, das über Podcast zu lernen und bin jetzt mittlerweile bei Folge 45 bei den Bienengesprächen, wo ich wirklich immer zu Leuten hingehe, die wirklich was wissen. Also hier zu einer Biochemikerin über Bienenstich. Sie forscht an einem Impfstoff und wirklich aus erster Hand Informationen heranholen kann, die ich dann wieder teile. Und man kann es nicht verhindern, dass man dann nach 3 Jahren 3000 regelmäßige Downloads hat. Das hat sich wirklich ohne Werbung ergeben und funktioniert super und die Rückmeldungen sind so nett. Man hört aus Norwegen was. Also echt schön, Podcast anzuwenden auf so ein Spezialgebiet, und ich muss nicht in die Vereine gehen und mir da, ich bin jetzt so der Vereinstyp. Und ja, das zu meinem Hintergrund. Und jetzt ganz konkret zu den Museumspodcasts ist deswegen interessant, weil ich dieses Podcast-Wissen oder eigentlich dieses Handwerk erstmals jemanden gegen Geld verkaufe, die darum extra angefragt haben. Also das ist so ein bisschen, was ich mitgekriegt habe in der Podcasterei. Man erarbeitet sich in freien Formaten einen bestimmten Ruf. Man erarbeitet in meinem Fall sich auch Fertigkeiten, Metatexte schön und schnell zu schreiben, also gut, schöne Gebrauchstexte zu schreiben. Und das wurde dann vom Technischen Museum in Wien angefragt, für eine Ausstellung die Texte zu überarbeiten. Und bei den Gesprächen dort ist dann auch entstanden, machen wir doch auch einen Podcast, wo ihr eure kuratorische Arbeit zugänglich machen könnt. Das heißt, die Leute, die dort arbeiten, die arbeiten hart und viel. Und es ist viel zu schade, ihre Gespräche dann nur für, unter Anführungszeichen, für die Ausstellung zu verwenden, die sie gerade machen. Es ist ja so viel mehr drinnen, und man kann dann eben ein QR-Schild bei Objekten der Ausstellung dazu picken. Wenn Sie dieses Thema näher interessiert, hören Sie die Folge aus dem Museumspodcast aus dem Technischen Museum. Und die haben sich auf dieses Risiko eingelassen. Sie bezahlen dafür auch 550 Euro pro Episode, weil ich glaube, dass das wert ist. Ich bin nicht gut im Verkaufen, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das passt. Und ich muss noch die Umsatzsteuer draufschlagen und dann die Hälfte weglegen für die Steuer. In Summe passt das gut, ein Gespräch zu führen, vorne und hinten zu schneiden, schön bereitzustellen, Metatexte zu machen, in Kontakt mit Ihnen immer zu sein, was tut sich gerade, und irgendwie fühlen wir uns alle damit sehr wohl. Das ist so die schnelle Intro. Und ich glaube, dass es in diesem Museumspodcast-Gelände 3 verschiedene Podcasts gibt. Nummer 1, Podcasts von Museen, also in meinem Fall eben vom Technischen Museum gemacht, vom Archäologischen Museum Hamburg gemacht, vom Smithsonian Museum gemacht, und eine Liste habe ich zusammengestellt von den mir Bekannten. Wenn ihr was wüsstet, bitte sehr gerne in die Dokumentation vom Syndicate, von diesem Workshop. Nummer 2, es gibt Podcasts über Museen. Das ist, wenn jemand eine Ausstellung besucht, Kunst und Horst fällt mir dazu ein, und viele andere, die es auch gibt. Ist der Martin da? Martin Fischer? Heißt, ja genau, und die Ulrike ist da. Genau, heißt,
exponiert. Ihr macht immer wieder auch Ausstellungsbesuche, die ich miterlebt habe oder miterleben durfte, und dafür war ich immer sehr dankbar. Es ist einfach schön zuzuhören, wie jemand eine Ausstellung besucht und was man darüber spricht, weil das hören ja eigentlich auch die Leute im Museum sehr selten, also so auf so eine Strecke. Und das Dritte ist Podcasts mit irgendeinem Bezug zu Museen. Tine, was haben wir uns dabei gedacht? Eigentlich, ich habe mit der Tine ein bisschen vorher gesprochen. Was wäre da typisch? Wenn Leute eigentlich einen Personal Podcast haben oder irgendeinen anderen Podcast, aber in einer Episode verschlägt sie aus irgendeinem Grund in ein Museum und machen dort also einen Besuch oder ja, einen Rundgang oder ein Nachgespräch. Aber das ist eigentlich kein Museumspodcast. Also Personal Podcasts mit einem Ausflug gelegentlich einmal in ein Museum. Und das würde mich jetzt von euch allen interessieren. Macht jemand von euch einen Podcast aus einem Museum, für ein Museum? Bitte laut und hoch aufzeigen. Für ein Museum. Ich habe einen gemacht. Okay, ja. Sonst jemand? Okay, gut, zwei. Macht jemand einen Podcast über Museen? Genau. Ja? Hat jemand von euch eine Podcast-Episode gemacht über ein Museum oder eine Ausstellung in einem Museum? Ja, das überschneidet sich dann schon ein bisschen auch, aber ja. Möchte jemand von euch einem Museum ein Podcast-Konzept anbieten in der näheren Zukunft? Ja? Ja? Genau. Und das wäre so die Quintessenz aus der Geschichte, dass ich eigentlich von meinen Erfahrungen euch ermutigen möchte, euer Podcast Wissen und Handwerk einfach wirklich sich zu trauen, anzubieten als professionelle Form der Auseinandersetzung mit einem Prozess, einer Thematik in einem Museum. Wir können das. Und das finde ich ganz besonders schön, dass das funktioniert. Und es ist auch ein ziemlicher Bedarf, habe ich gemerkt, weil einfach dieser Paradigmenwechsel, auch beim Radio ist es jetzt überall bemerkbar, auch politisch ist es überall bemerkbar, weg ist von diesen Verlautbaren, ich stelle etwas dar, ich stelle etwas aus, hin zu den Prozessen und sogar reden über die Prozesse. Und das ist super spannend, wenn sich Leute das trauen und eben bedarfsmäßig habe ich gute Erfahrungen gemacht. Also, die Geschichte heißt bei mir Stadtgespräch. Das ist so gehalten, dass es begonnen hat vor 2 Jahren mit einer Ausstellung zur Zukunft der Stadt. Weiter gedacht war dieser Zusatz. Und das Technische Museum hat auch das Logo dafür entwickelt. Meines war dafür viel zu schlecht. Die haben da einfach Grafikerinnen, eine Grafikerin hat es gemacht und das passt einfach einmal. Sehr viel besser, wie wenn es ich machen würde. Das hat sich dann gewandelt, weil die jetzige Ausstellung ist über die Zukunft der Arbeit und Produktion und das ist nur irgendwie mit diesem Titel kompatibel. Was hier interessant ist, ist, ja, ich sage jetzt noch die neue Folge, die ist jetzt veröffentlicht worden, Nummer 23, über einen Teil der Ausstellung, ein Tech-Lab. Und das ist ein richtiges kuratorisches Gespräch mit den 2 Leuten, die das geplant haben, wo man den Hintergrund und die Gedanken dieses Teils des Technischen Museums erfährt. Und ich bin jetzt von meiner Radioseite her viel auf heiße Luft trainiert. Das heißt, ich versuche, die immer rauszuschneiden aus meinen Beiträgen und Interviews und das gelingt mir sehr leicht. Also heiße Luft zu identifizieren ist ein Schnipp und das ist weg. Jetzt komme ich aber in die Situation, wo ich mit Menschen rede, die viele Konzepte schreiben und potenziell auch heiße Luft produzieren. Und das Interessante ist, Podcast, und das passt zu unserer gestrigen Einführungsvorträgen, lautes Denken bzw. Tim Pritlove, also andere Umstände, freundschaftlich. Es wird von meinem Gefühl nach in einem Gespräch dieser Art wenig heiße Luft produziert. Und das finde ich ganz besonders schön. Ich würde es allerdings auch zu verhindern wissen. Einfach von meinem Hintergrund her, ich habe da so einen Regler, ich mische, wenn ich das bemerke, bei Podcasts einfach so viele eigene Erlebnisse dazu und ich flute mein Gegenüber mit Gedanken, das geht gar nicht mehr, dass man irgendetwas
sagt, was man sich vorher vorgenommen hat zu sagen. Und das funktioniert auch mit Politikern bei mir ganz gut. Also ich treffe da Leute aus dem, also Bildungssprecher aus dem Parlament, und wenn ich denen von der Hundeschule erzähle, wenn es um irgendwie Pflicht für Deutschkurse geht, also die sind einmal so entsetzt, wie jemand über Hunde, weil die wissen gar nicht, wohin sich das alles entwickeln könnte, aber immer freundschaftlich, und es wird immer interessant, was die dann erzählen. Nie wird ihnen ein Strick draus gedreht, weil ich ihnen immer vorher sage, wenn beim Podcastgespräch etwas passiert, wo sie sagen, das war jetzt echter Mist, sagen sie es, ich schneide es raus. Und das ist noch nie passiert. Also wirklich noch nie. Die Leute entspannen sich und lassen sich einen Tick mehr ein, wie in einem Radiointerview, wo sie immer am Schleudersitz sitzen und echt Angst haben, dass sie irgendwas erzählen, was ihren Rücktritt kostet. Also da ist Entspannung möglich, und das ist eben auch bei diesen Stadtgesprächen möglich. Einerseits intern bei diesen Gesprächen, die Leute trauen sich das auch zu tun. Andererseits war ich zum Beispiel bei einem Autohersteller für diese Stadtgespräche, wo dann auch die Pressesprecherin dabei sitzt, die normalerweise eigentlich aufpasst, dass nichts gesagt wird, was nicht gesagt werden kann. Allerdings, der setzt sich auch gleich einen Kopfhörer auf und sagt, wir können eh du sagen, oder? Und dann geht es ganz flockig dahin, sie kann jederzeit mitreden, und es entsteht eigentlich ein Gespräch, wo sie dann gesagt hat, darüber habe ich eigentlich auch noch nichts gewusst, über diese Roboter, über den Robotereinsatz in der Fertigung. Das war eben die zwei Gesprächspartner hauptsächlich, die da gesprochen haben. Und ich meine, solche Art von, ich würde jetzt schon ein bisschen sagen, Koketterie mit Ebenen und Autoritätsgefällen, das können wir uns in der Podcasterei echt locker leisten. Und wir sollten nicht darauf verzichten, weil beim Radio ist es das oberste Kriterium praktisch, wenn jemand was sagt, und das kann man schön verwenden, dass ein Luftballon platzt. Natürlich wird der Luftballon platzen, und am besten platzt er und am schönsten platzt er live. Und diese Hitze weg ist Podcast und tut allen Beteiligten wirklich gut. Und man kriegt dafür auch Geld dafür. Das finde ich auch wirklich okay. Und ich habe, also die Bienengespräche zum Beispiel entstehen völlig kostenlos, da ist kein Geld dabei, weil das würde der Sache nicht gut tun, weil bei den Bienen ist es so, da gibt es so viele Interessensgruppen. Sobald jemand diesen Podcast fördern würde, wäre in irgendeiner Weise die Glaubwürdigkeit dahin. Die einzigen, die was zahlen, sind die Hörerinnen und Hörer. Die frage ich manchmal um Geld für Zugfahrkarten, und wenn es wieder genug Geld gibt, sage ich Stopp, es ist wieder genug. Also ich kann schon wieder wohin fahren und Wissen einsammeln und weitergeben. Ja, so, das ist der Hintergrund. Welche Stadtgespräche sind entstanden? Ein Blick nur auf die Liste. Im Endeffekt waren das kuratorische Geschichten. Das heißt, wo ich mit den Ausstellungsmacherinnen und Machern ein Gespräch geführt habe, über die Ausstellung. Das könnte normalerweise ziemlich fad sein, wenn die brav reden. Allerdings in einer schönen Podcast-Mischung mit Headsets wird es sicher nicht brav, es wird echt nett zum Zuhören. Geschichten erzählen im Museum, darüber haben wir in der ersten Folge gesprochen. Und das, die erste Folge und jetzt eben diese letzte Folge, ist so ein typisches Kuratorinnengespräch, das dann auch für den Ausstellungskatalog super verwendbar ist. Das heißt, für diese zwei Episoden schreibe ich im Wesentlichen ein schnelles, schmutziges Transkript. Es geht wirklich genau so. Und kürze das dann editorisch auf 12.000 Anschläge, also auf schön geschriebenen Gesprächstext in Dialog-, Trialogform. Und habe aber so viele nette Schlenkerer drinnen aus diesem Gespräch, dass dieser eigentlich könnte das ein trockener Bericht im Katalog sein, wie, was man sich gedacht hat, aber es sind so viele schöne Elemente drinnen, dass man das einfach lesen kann. Es liest sich einfach nett. Ja, und das ist eine der positiven Dinge, die ich erlebt habe. Man kann mit dem Material super weiterarbeiten in einer Katalogumgebung. Und dann war es einfach so, dass wir mit den Spezialisten
aus der Ausstellung Zukunft der Stadt über Lastenradlogistik zum Beispiel oder über mit Fahrradaktivisten, über Bewegungsforscher und all den Spezialisten, die für die Ausstellung gearbeitet haben, einzelne Gespräche geführt haben zu ihrem Spezialthema, einfach in so einer Stunde, eineinhalb Stunden Länge. Wir waren in 2 Stunden in der Kläranlage in Wien, wir haben über die Wirkung von Licht gesprochen und das eigentlich über Lichtdesign. Die Leute haben die Oper beleuchtet bei uns in Wien und den Chef der Wiener Lampen und den haben wir im Café getroffen und es war super nett, mit dem zu reden. Und es ist einfach eine Möglichkeit dann, und diese Gespräche sind dann wirklich für die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung eine Möglichkeit, ein Thema, das sie im Speziellen interessiert, nachzuhören. Das ist also wirklich gedacht. Also während der erste und der letzte Einblicke sind, sind diese typischen Episoden mit Experten und Expertinnen eine Einblicksgeschichte. Das hat sich dann gewandelt über die Zukunft der Arbeit. Da haben wir dann auch mit jemandem von der Gewerkschaft gesprochen. Oder mit einer Datenanalystin. Also alles, was in irgendeiner Weise mit der Geschichte im Umfeld steht. Ja, Höreranzahl, Hörerinnenanzahl ist interessant, sobald ein Thema eine Zielgruppe hat, die schon gepflegt wurde, also die Fahrradaktivisten. Das sind dann 1000 Downloads. Wenn ein Thema interessant ist, die Kläranlage in Wien sind 500 Downloads und sonst ist es 300 Downloads. Das ist jetzt nicht dramatisch viel, aber wenn man das Terrain regelmäßig beliefert, einmal im Monat vielleicht, dann habe ich von den Bienengesprächen eben erlebt, dass es linear ansteigt. Und das haben wir gestern gehört, Zielgruppe. Die Stadtgespräche sind für keine Zielgruppe, weil wir sie nicht vordefiniert haben. Das ist, finde ich, wichtig, weil ich könnte mir gar keine Zielgruppe ausmalen eigentlich. Und damit kommen wir jetzt zu Beschränkungen. Ich habe eine Rückmeldung bekommen von jemand im Haus, die irgendwie verantwortlich ist, auch dafür Geld bereitzustellen. Und die musste sich diese Podcasts, ich vermute das, anhören. Und das ist natürlich desaströs, wenn jemand 2 Stunden Gespräche hören muss, damit er irgendwie sagt, okay, das ist kein Scheiß. Und da wurde das Thema Länge angesprochen. Wir sind da noch nicht durch mit dieser Diskussion, weil ja Länge für uns Podcaster irgendwie immer das der heilige Gral ist. Da möchten wir uns nicht reinpfuschen lassen. Aber dieses Gespräch muss noch geführt werden. Sonst sehr viele offene Ohren und man freut sich. Und wo werden diese Gespräche gespeichert? Von mir auf einer Seite, weil ich damit Zugriff habe auf WordPress. Das heißt, vom Technischen Museum selbst, da käme ich nicht ins System rein. Das heißt aber auch, dass wir jetzt hier parallel arbeiten müssen. Da gibt es einen Eintrag-Podcast zur Ausstellung, der vom Personal, von den hierfür zuständigen Abteilungen befüllt wird. Also da haben wir noch große Austauschgräben, sage ich jetzt einmal, oder Potenzial, hier noch etwas in Verbindung zu bringen. Aber irgendwie ist es logisch. Sie haben kein Interesse daran, dass was schief geht. Ich habe kein Interesse daran, die ganzen Hierarchieebenen durchzulaufen, wenn ich was veröffentlichen möchte. Und irgendwie findet man sich da auf einem arbeitsfähigen Level. Heute habe ich zum Beispiel telefoniert, nur kurz, können wir die neue Episode freischalten, weil eben die ist einfach noch, es wurde noch nicht entschieden, sie freizugeben. Aber schlechte Erfahrungen inhaltlich haben wir noch keine gemacht. Alle Freiheiten sind da, ich fühle mich nicht beschränkt. Ich sage immer, dass jeder mitreden kann, the more the merrier. Und das Ziel ist eigentlich, dass ich mich aus der Sache wieder zurückziehe, dass die Leute das im Museum selbst machen können. Die haben ihr Podcast-Set, die wissen, wie man das weiter bearbeitet. Und ich bin aus der Nummer raus und kann neue Projekte starten. Das wäre so jetzt einmal mein Input gewesen. Und das wäre jetzt an euch, diesen Input mit Erfahrungen, an denen ich sehr interessiert wäre, oder Erwartungen oder Fragen zu ergänzen. Wir haben dafür noch sehr viel Zeit, also 20 Minuten.
Bitte, brauchst du dafür ein Mikrofon? Ich glaube schon, damit wir ordentlich auf Sendung gehen können, wenn das ausgestrahlt wird. Blau. Bist du auf das Museum zugegangen oder sind die auf dich zugegangen? Wie war der Approach quasi? Das ist eine interessante Frage. Ich habe die physikalische Soiree schon ganz lange, viele Jahre als Podcast und bin irgendwann auf die Idee gekommen, das wäre doch was fürs Technische Museum und bin vor, glaube ich, 10 Jahren hingegangen und habe gesagt, möchtest du einen Podcast machen? Und sie haben gesagt, eigentlich nicht. Und wir hätten uns damals vielleicht ein bisschen einigen können, dass ich den Festsaal benutzen kann, aber eigentlich war das kein guter Ort für einen Podcast aufzunehmen. Und wir haben uns wieder getrennt. Später war es dann so, dass jemand aus dem Technischen Museum sich an mich erinnert hat, weil ich mit dem für einen Radiobeitrag ein Interview gemacht habe. Und er hat dann gesagt, der könnte doch unsere Texte anschauen. Der ist vom Radio, der hat was mit Texten, der hört das, wenn die eckig klingen. Und in diesem Miteinanderreden war dann das Thema Podcast mit so viel Resonanz verbunden, aber es waren nicht dieselben Leute wie 10 Jahre vorher. Und so gesehen haben sie dann, wie es in der Sauna, so einen 10er-Block gekauft, 10er-Block Podcast, das war vor 3 Jahren noch für 500 Euro, dann noch einmal 10 und das war dann, wenn man dachte, alles wird teurer, ich werde auch teurer, habe gesagt 550 und es hat auch gepasst und ich glaube, so war das, ja. Also das ist schon interessant, wie komme ich in Systeme rein, in Kontakt mit Menschen und da gibt es eben Nebenwege, die man, finde ich, nicht gut erfinden kann. Ich weiß nicht, kalte Akquise, ein Angebot schicken, Leute, ihr möchtet nicht... Aber ich glaube, kalte Akquise macht keinen Sinn. Weiß ich nicht. Ich denke mir zum Beispiel so kalte Akquise an Universitätsinstitute, die oft Öffentlichkeitsarbeit für ihre Forschungsprojekte auch beiheften müssen. Ich denke, einfach draufschreiben, wenn ihr mal einen Podcast braucht, ich kann das und ich mache das gut. Ja, Tine. Vielleicht direkt dazu. Hi, ich bin Tine und ich arbeite tatsächlich in einem Museum und nur so, vielleicht, weil es... Vielleicht weiß ja nicht wie das so ist, aber wenn Leute Dinge hinschicken, Angebote, Dinge, die sie machen, das gucken sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon ganz genau an. Also weil, ihr müsst euch vorstellen, je nach Museum ist Medien, Radioarbeit extrem weit weg. Meistens sind die Kompetenzen nicht vor Ort vorhanden. Und wenn da mal jemand kommt und sagt, hier, ich weiß, wie momentan das funktioniert, dann ist das schon mal nicht so uninteressant. Und das Schlimmste, was einem passiert, ist, dass man entweder, weil die Leute keine Zeit haben, gar nicht antworten, und es hat meistens eher mit Überarbeitung zu tun, oder dass man mal einen Rückruf oder eine Rückmail bekommt. Und es schadet auch nicht, wenn man so Interesse hat, da so im Haus mal vielleicht einen Kontakt aufzunehmen, vielleicht mal zu gucken, wann haben die denn Ausstellungseröffnung, um mal bei so einer Ausstellungseröffnung selber aufzutauchen und sich vorher mal anzuschauen, wie sehen denn da die Leute aus Presse oder Öffentlichkeit aus und die mal anzuquatschen, den Flyer oder eine Visitenkarte in die Hand zu drücken. Interessant ist schon noch, dass oft die Leute, die dafür verantwortlich sind, oft andere sind wie die, die schon Podcast gehört haben und die natürlich super Ansprechpartnerinnen sind, wenn man Leute anspricht. Es muss nicht unbedingt die klassische Abteilung sein. Und das ist auch die Ermunterung an jeden von euch oder uns, wer einfach Folge 20 Episoden in gleich welchem Projekt raushauen, machen, schauen, dass man auf Nummer 20 kommt. Das generiert so viel Erfahrung, dass man einfach nur noch gewinnen kann. Aber wenn man nicht anfängt und in der Folge 20 kommt, dann wird es nie stattfinden. Ziel ist Folge 20. Danke. Schnell und schmutzig, ja. Was ich sehr interessant gefunden habe, es wird zum ersten Mal so Geld angesprochen. Ja. Wie ist die Entscheidung zu diesem Betrag gekommen? Weil das ist, glaube ich, extrem schwierig, dass man sagt, was kostet
meine Dienstleistung, die ich ja. da diesem Museum zur Verfügung stellt, wie verrechnet man das, wie viele Stunden sind auch wirklich dahinter Aufwand? Ja. Das würde mich mal interessieren, weil das ist einmal konkret und das ist ganz schön zu hören. Ja, ja, also ich kenne das von den, ich habe es ein bisschen von den Radiosendungen genommen. Also man arbeitet für den ORF Österreich 1 wirklich hart, um 550 Euro zu verdienen. Vom Leben der Natur, glaube ich, bringt er ungefähr diesen Betrag, das sind 5 mal 5 Minuten, da bin ich ungefähr 3 Tage beschäftigt damit. So, und ich habe mir gedacht, in der Größenordnung ist das genau der Betrag, den ich eigentlich gerne hätte. Die Aufnahmezeit ist kürzer, die Bearbeitung ist weniger, aber ich habe natürlich den Goldstandard mit dabei, DT297 Beyer Dynamics Headsets, die ich ja auch kaufen muss. Mhm. Na, es hat mich einfach prinzipiell interessiert, ja. wie man, also das ist spannend, wenn man einfach Sätze dann vielleicht vom Radio heranzieht, weil beim Podcast ist es auch wirklich so, wie bei dem Bienen-Podcast, wo man ja. sagt, okay, da macht man es nur von Spenden, aber wie ist das wirklich so mit Auftragsproduktionen genau. unter Anführungszeichen? Was sind da überhaupt für Sätze zum Orientieren? Weil ich glaube, das ist extrem schwierig, vor allem, wenn man damit anfängt, dass man ein Gefühl bekommt. Ja. Kann man überhaupt davon leben oder sollte man das sowieso als Nebenbei-Projekt eher aufsetzen? Solche Fragen stellen sich ja dann natürlich auch. Also wenn man, ich denke, man hat ein Gefühl schon, was es wert ist. Natürlich braucht man ein bisschen einen Vergleich und ich tue mir da normalerweise eh sehr schwer. Aber ich hatte hier wirklich auch ein gutes Gefühl, dass es genau das wert ist. Klar könnte ich sagen, das Doppelte wäre auch recht. Nur das, und ich weiß, ich habe meinen Zivildienst in Kanada gemacht und habe nachher immer dort ein bisschen Projekte gemacht und das war super, nach Kanada Honorarnoten zu stellen in Österreich, weil du stellst die viel höher aus und denkst da nichts und kriegst das Geld. Also, und das geht dann so exponentiell runter, wo man dann wieder bescheiden irgendwie in seinen Zahlen. Ich habe jetzt einmal einen Fehler gemacht, es war die Frage, ein Angebot zu legen. Eine Firma, eine Logistikfirma, ein Studio und möchte E-Learning-Audio-Gespräche aufzeichnen. Was ist mein Tagsatz? Dann habe ich ein bisschen gelesen, wie man Tagsätze berechnet. Und man dachte, Graz ist weit weg, 1.800 Euro ist mein Tagsatz. Ich kenne mich ziemlich gut aus und ich habe ziemlich viel Erfahrung. Mein Fehler war dabei, die haben nur jemanden braucht, der einen Regler bedienen kann und haben nicht einmal zurückgerufen. Die haben meinen ganzen Podcast-Hintergrund und Radio-Hintergrund überhaupt nicht braucht. Okay. Ja. Christoph, mein Name. Und Archäologisches Museum Hamburg. Ja, also ich selber nicht vom Archäologischen Museum Hamburg, aber ich habe mit dem Archäologischen Museum schon öfters zusammengearbeitet in Sachen Podcast. Und wir haben auch was Ähnliches gemacht, nämlich eine Ausstellung, Eiszeiten hieß die, mit einem Podcast begleitet. Also einerseits, dass die Kuratoren da zu Wort kommen in Gesprächen, aber auch, dass Themen, die über die Ausstellung hinausgehen, behandelt werden, wie zum Beispiel, dass wir auch einen Klimaexperten mit in dem Gespräch hatten und wirklich sehr unterschiedliche Leute und das Thema so ein bisschen ausweiten konnten. Das ist so vielleicht mein Hintergrund, was jetzt die Zusammenarbeit mit Museen angeht und das Archäologische Museum. Dabei habe ich dann auch als Podcast-Patin quasi ein bisschen unterstützt, dass die auch ihren eigenen Podcast in die Welt setzen und den auch immer noch betreiben, also auch sehr kontinuierlich. Aber meine Frage wäre mal, wie siehst du denn das Potenzial, gerade wenn du sagst, es kann auch ein Geschäftsmodell sein, also dass man davon leben kann und sowas. Das würde ja bedeuten, dass man wirklich die Möglichkeit auch hat, das nachhaltig zu machen. Also immer wieder sich auch Museen als Kunden erarbeiten kann. Wie siehst du denn das Potenzial gerade von Podcasts, um speziell Ausstellungen für eine bestimmte Zeit mit zu begleiten und da den Besuchern und allen Interessierten noch einen gewissen Mehrwert mitzuliefern. Ist das mal was, glaubst du, das probieren jetzt mal Museen aus ein bisschen und das ist dann so eine Eintagsfliege und ja, wir haben es mal gemacht, war schön, aber oder meinst du, es hat Potenzial, sich wirklich auch bei Museen fest zu etablieren, dass meinetwegen bei irgendeinem Museum dass ein fester Bestandteil von deren Ausstellungskonzept ist, dass sie sagen, wir machen zu jeder Ausstellung eine Podcast-Reihe, meinetwegen.
Ich glaube, dass sich das etablieren kann, weil die Mitarbeiter glücklichere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Ergonomie am Arbeitsplatz. Ich kann gestalten und ich kann mit Menschen reden und mit Menschen reden macht glücklich. Und die kriegen das sofort mit und machen das sehr gerne. Also daher, ja, ich glaube, das wird gerne gemacht. Jetzt von der Gesamtgeschichte, ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn ich, Lothar Bodingbauer, für die Wiener Museen, für sämtliche Wiener Museen, die Podcasts machen würde, weil irgendwann, da gibt es dieses, den Holgi-Effekt, Holgi-Thrombose-Syndrom. Das ist praktisch, wenn man keine neuen Erlebnisse mehr generiert, er hat das selbst auch angesprochen, also deswegen darf ich das wahrscheinlich sagen, er hatte eine Thrombose und hat das in allen seinen Gesprächspartnern erzählt und irgendwann wusste das jeder, dass Holgi im Auge eine Thrombose hatte und man muss dann wieder auch was Neues erleben, um wieder was Neues erzählen zu können. Das heißt, ich würde mit diesem Format jetzt nicht ein zweites aufmachen, sondern ein andersartiges. Vielleicht einen Audioguide, weil ich auch eben Interviews machen kann und dann halt mal 2-3 Minuten wieder produziere. Davon leben bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Also ich mache gute Erfahrungen in diesem Audiobereich, Radio und Podcast, wenn ich nicht davon leben muss, wenn auch dann in Summe schon ein Geld zusammenkommt. Es stresst weniger und ich weiß, wie viel meine Kollegen beim Radio arbeiten, die angestellt sind, die müssen echt viel arbeiten und ich finde das nicht so leiwand, also weil es anstrengend ist. Ich mache gerne Mittagsschläfchen. Wirklich. Und man kann dann auch besser wieder reden, finde ich. Und ich fahre dann in den Ferien auf einer Ziegenfarm nach Kanada, um einfach unter anderen Menschen zu sein. Und natürlich habe ich dann das Ziegensyndrom, also jetzt, dass ich in all meinen Podcast-Linien von der Ziegenfarm erzählt habe, also nicht von der Thrombose. Und wie glücklich diese Ziegen sind. Das war eine Farm, da wurde kein Tier geschlachtet, sondern für Ziegen-Yoga und so weiter und Alpaka. Und das hat sich bei den Tieren herumgesprochen, dass da niemand sterben muss. Und das war so eine gute Stimmung, das war unfassbar. Ja. Also ich bin ein Fan von die Dinge mischen. Und ich gehe sehr gerne in die Schule und mache Sachen. Und vom Deutschlandfunk verwende ich in der Schule Forschung aktuell. Jede Stunde einen 4-5-Minuten-Beitrag und an dem kristallisiert dann der Unterricht. Und die Leute kriegen mit, dass aktuelle Forschung spannend ist. Ich würde auch ganz gerne nochmal zu dieser Honorarsache zurückkommen. Also, weil ich gehe davon aus, wenn irgendjemand freiberuflich in dem Bereich arbeitet, dann weiß diese Person sowieso, was der Stundensatz von der Person ist oder der Tagessatz. Aber wenn es halt so ist, ich mache schon Podcasts, ich habe vielleicht noch einen anderen Job und dann ist es total schwierig, das zu kalkulieren, was ist denn das wert, was ich da mache, was ist denn die Institution bereit zu zahlen, dann habe ich ganz positive Erfahrungen damit gemacht, dass ich überlegt habe, für wie viel Geld möchte ich pro Stunde arbeiten. Und da kann man gucken, wie viel würde ich denn in meinem normalen Job verdienen, also was ist denn da so ein Stundensatz, der es für mich sinnvoll macht. Und dann kann man überlegen, okay, habe ich noch einen anderen Job, das heißt meine Krankenversicherung, Rente ist eigentlich schon sicher, die muss ich vielleicht da gar nicht mit einpreisen. Und dann überlege ich, wie lange dauert es, das zu machen, also wie lange ich fahre irgendwo hin, ich mache die Interviews, ich schneide das. Ich kann eventuell vielleicht ein bisschen sagen, ich mache das ohne, dass ich so lange brauche. Also ich kann es vielleicht nicht zu großzügig kalkulieren, damit das Gegenüber nicht so einen Schock kriegt. Das ist vielleicht bei dem ersten Mal vielleicht ein bisschen schmerzhaft, aber wenn man es mal ein paar Mal gemacht hat, dann geht das halt auch tatsächlich schneller. Und dann mache ich halt auch so eine Kalkulation. Also Interview, Schnitt, Postproduktion, in so einer Excel-Tabelle. Und dann rechne ich das durch und wenn ich selber sage, okay, irgendwie hört sich das noch machbar an, also dann würde ich vielleicht nicht die 550 so, sondern dann hätte das so eine Excel und dann kann die Institution auch nachvollziehen, was dann aber drin ist und dann ist es vielleicht auch für die nicht so schwierig, dann zu sagen, ja okay, das ist es halt auch wert. Wobei ich bin da ein bisschen zurückhaltend, ich erzähle gerne, wie viel bezahlt wird, aber was ich nicht gerne erzähle ist, also unter uns schon, aber dem Auftraggeber, wie viele Stunden ich daran arbeite, weil ich möchte schon die Freude haben, dass ich gewisse Dinge sehr gut, sehr schnell kann, weil ich schon viele Stunden damit verbracht habe. Und das macht dann echt Spaß, dann auch gut damit zu verdienen. Das möchte man nicht vermasseln.
Ja, genau. Also ich verlange lieber fürs Produkt. Natürlich rechne ich mir ein bisschen im Hintergrund aus, was das für mich bedeutet. Aber das Produkt soll bezahlt werden und nicht die Stunden. Das würde mich unrund machen. Geht das? Ja. Da hätte ich noch ganz kurze Frage. Wie ist das prinzipiell bei Museen? Haben die ein gewisses Budget für solche Auftragsarbeiten? Weil man kann ja auch mal umgekehrt sagen, man stellt jetzt keinen Satz, sondern man sagt, man könnte das anbieten. Was wäre dann für ein Budget da? Okay, für das und das. Ich denke, so geht das auch. Okay. Und dieses Budget ist oft auch wirklich designed für Öffentlichkeitsarbeit und ist auch, das Museum muss das auch oft machen, weil zum Beispiel ein Ministerium etwas sponsert und da ist dann dabei, wir müssen dann noch ein Fest machen, wo die Öffentlichkeit eingeladen ist oder eben einen Podcast. Okay. Ganz kurz, was gerade da, super, ich gebe es dir gleich weiter. Hat das Museum da im Vorhinein eigentlich irgendwelche KPIs definiert? Wir brauchen so viele Downloads, dass das Projekt für uns erfolgreich ist? Nein, oder? Wurde nicht definiert. Wir hätten das auch gar nicht gemacht. Denke ich mal, ja. Genau. Und es liegt auch dann ein bisschen auch die Karte intern, wie man das auf der Homepage bespielt. Und wir haben das extrem niedrigschwellig angesetzt. Schauen wir mal, was geht. Das habe ich sehr cool gefunden. Hi. Ja, ich finde es ganz interessant, dass... zu hören und ich selber komme aus der Kunst, also vor allem aus zeitgenössischer Kunst und Kunst des 20. Jahrhunderts und also habe mich auch sehr viel mit Museen beschäftigt und mir ist, also ich wollte einfach nur mal sagen, mir ist aufgefallen, dass jetzt das Technische Museum in Wien ist ja, also jetzt im Vergleich zu so Museen für moderne Kunst viel, ich sag mal, langsamer und viel weniger so einem, mit so einem gewissen ja, Erkenntnisgewinn verbunden, der sich halt mit der Zeit auch verändert. Ne? Also also es ist zumindest jetzt von außen betrachtet mein Eindruck also dass überhaupt die Frage, was ist eigentlich ein Museum, was ist die Aufgabe eines Museums, also in so Kunstmuseen, also in so modernen Kunstmuseen, zeitgenössischen Kunstmuseen viel mehr besprochen wird. Und das wird aber eben in diesen Kuratorinnen-Gesprächen eben auch hörbar, dass diese Diskussion sehr wohl geführt wird. Und sie haben schon die wechselnden Sonderausstellungen, wo es dahin geht, pace-mäßig. Also klar, das ist immer die Frage bei Technischem Museum, sind wir ein Bestandsmuseum, das die Dinge zeigt, oder sind wir eben wie im Winterthur, Technorama, lauter Stationen, wo man etwas ausprobieren kann? Und die wichtigste Ding ist eben diese Verschiebung zum Prozess. So ein Tech-Lab ist zum Beispiel wirklich, da wird der Prozess in den Vordergrund gerückt und Podcast ist Prozess. Ja, und also ich wollte das einfach hinzufügen, also bei einem Workshop zum Thema Museums-Podcast, dass also ein Podcast ist ja auch eine Veröffentlichung. Mhm. Ne? Und ein Museum ist ja auch per Definition eine Forschungseinrichtung. Also nicht ohne Grund kann man nicht ohne Doktortitel oder ohne Promotionsstudium Direktor oder Direktorin eines Museums werden oder einer Kunstinstitution, in Deutschland zumindest. Auch die kleinen Kunstvereine in, sagen wir, Bremen oder so. Und also das heißt, ein Museum hat auch immer den Auftrag, dass dass eine gewisse Art von Veröffentlichung auch immer wissenschaftlichen, also auch halt erkenntnisgewinnend wissenschaftlich irgendwie ist. Ne? Und also eine Ausstellung an sich ist ja auch schon in gewisser Weise eine Veröffentlichung. Ne? Also dementsprechend ist es, glaube ich, also jetzt wollte ich das einfach aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Ich habe zum Beispiel mich vor allem so mit der Kunstszene in Brüssel beschäftigt, jetzt auch im Auftrag von der Kunsthochschule Hamburg. Die haben mich gesagt, mach doch mal was über Brüssel. Und da habe ich auch ein bisschen so mit so Leuten da gesprochen. Und das ist ganz schwierig, da wirklich irgendwie die richtigen Formate und aber auch die richtigen Worte, also das zu finden und Themen gesprächsbar. Also ich habe ein bisschen gemerkt, dass die Podcasterei, haben wir noch einen Ton? Vielleicht passt das Mikrofon dort.
Ja, ich habe ein bisschen gemerkt, dass die Podcasterei, wie wir sie hier betreiben, sehr viel mit Zuhören zu tun hat. Und wenn du das in ein System mitbringst, in diesen Gesprächen mit Leuten aus dem Museum, mit diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass das eigentlich eine gute Fertigkeit ist, die man da reinbringt. Weil man eben nicht aus der Kommerzgeschichte kommt oder unmittelbar. Also ich finde, es sind schöne Gespräche, die da stattfinden und die interessieren mich. Und auch die Gespräche, eben, die zu einem Podcast führen, interessieren mich. Und das passt gut. Also genau, ich habe gerade das Mikro, das ist praktisch. du hast vollkommen recht. Also es gibt tatsächlich einer der Aufträge, also es gibt dieses Vermitteln, das Sammeln und Forschen ist eines davon. Aber Museen sind sehr, sehr unterschiedlich. Also es macht einen Unterschied, ob du im Kunstmuseum bist, im Technikmuseum, im Volkskundemuseum, im Freilichtmuseum, in einem Stadtmuseum. Und die Aufgaben sind in den unterschiedlichen Museen auch ganz anders. Das eine hat vielleicht so einen Forschungsschwerpunkt. Aber momentan ist für ganz viele Museen in Deutschland, aber auch überall die Frage, wer wird in den nächsten 20, 30 Jahren noch in mein Museum kommen, wenn das Klientel, was jetzt kommt, die sind vielleicht um die 50, 60, 70 akademisch vorgebildet, die sind dann einfach nicht mehr da. Und dann habe ich genau diese Leute, die heute bei WhatsApp, bei Snapchat, bei Instagram und sonst was sich herumtummeln, kommen die noch in mein Museum? Wie kriege ich denn die dazu, dass sie sich für Wissenschaft, für Kunst und all das erinnern, interessieren? Und darum ist für ganz viele Museen tatsächlich ein Riesending, wie kriege ich Menschen in ein Haus, die nicht eigentlich in Museen gehen? Und das heißt, das Museum muss auch anders Menschen ansprechen. Also die, die sich dafür interessieren, die kriegt man leicht. Aber das sind ganz wenige. Ihr müsst mal so Statistiken lesen, wie viele Menschen in Museen gehen. Aber was mache ich mit den Leuten in meinem Kiez, in meiner Nachbarschaft, die für die selbst das Kino schon zu teuer ist? Und da sind neue Formen der, also wirklich der Vermittlung und auch so Barrieren abzubauen, total interessant. Die Frage ist eher, ob diese Häuser Geld haben, weil die Öffentlichkeitsetats, die sind oft schon sehr fest verplant, die machen seit 10 Jahren immer das Gleiche. Und es ist total gut, wenn es irgendwie so Projektgelder erstmal gibt, irgendwas, was sonst nicht da ist, wo man mal was Neues ausprobieren kann und dann gucken kann, ist das irgendwie, tut es unserem Haus so gut, dass wir sagen, das wollen wir in Zukunft immer haben. Und da auch eine gewisse Leichtigkeit mitzubringen, das ist, tut allen Beteiligten gut, also insgesamt. Ja? Ja, ich finde auch, also neben dem, was das Museum selber macht, sei es nun den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dann noch mit rauszugeben oder Öffentlichkeitsarbeit zu machen, ist, glaube ich, das, was Ulrike auch macht mit dem Exponiert-Podcast, dass eben von der Besucherseite aktiv solche Sachen kommen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für Museen, dass diese, also nicht der eigens produzierte Inhalt oder gar das wissenschaftlich Relevante, sondern eben die Sicht von Besuchern durch ein Medium dann wirklich so eine gewisse Kraft bekommt. Und ich glaube, davon können Museen vielleicht fast noch mehr profitieren als von dem, was sie selber machen, was ja auch immer interessant sein kann, aber auch so wahrgenommen wird, aber die Sicht von anderen, die sich mit den Ausstellungen dann beschäftigen, auseinandersetzen und das ja auch sehr intensiv dann machen, also intensiver als ein durchschnittlicher Besucher vielleicht sogar. Ich glaube, davon kann das Museum auch ungemein profitieren. Das kann natürlich auch, wenn es quasi ein Verriss der Ausstellung ist, kann es auch Kritik sein, aber auch davon kann man letztendlich ja profitieren. Ja, ich glaube, das ist so eigentlich unser Schlusswort. Und es bestätigt wieder mal, dass die Zeit des Downloads einfach endet. Also der Upload wird genauso wichtig und der ist eben möglich mit all diesen minimalen technischen Geschichten. Oder? Hätten wir einen Kreis gezogen? Und wenn es noch Argumente gibt, wenn es noch Fragen gibt, Dinge, die jeder Einzelne von euch nicht gesagt hat, weil das Mikrofon vielleicht nicht in der Nähe war, wie bei uns hier in der Ecke, dann gibt es ja noch die großartige Kommentarfunktion im Sendegate. Da kann man das alles noch reinschmeißen und reinfragen. Und ich denke, der Lothar würde da sogar drauf noch antworten. Sehr gerne. Oder alle anderen. Wir haben alle hier Expertisen, die da hilfreich sind. Und was ich gerade selbst noch aushecke und vielleicht kann ich nächstes Jahr davon berichten, ist ein Podcast, den ich gerade starte,
akzentfrei Deutsch, sprechen wie ein Österreicher und besser. Das heißt, wirklich so 8 Minuten Übungen, Sprechtechnik. Ich würde das als Deutsche oder als Deutscher nicht verwenden, weil man sich die Sprache ruiniert damit, nämlich auf die österreichische hin. Aber mein Ziel ist einfach, praktisch Leuten in Österreich die Möglichkeit geben, und ich denke da auch an unsere Schülerinnen und Schüler, sprachlich identisch zu werden, wenn ich das möchte. Und Sprechtraining ist super, macht Spaß, und so 8-Minuten-Einheiten, die man dann immer wieder runterladen kann und mitlesen. Also das ist gerade mein neuer Schrei, den ich ein bisschen versuche auszubauen. Danke für eure Teilnahme und danke für euren Input. Es hat mich sehr gefreut.